Ich freue mich jetzt auch an Kerstin Meyerberger zu übergeben und werde mich später zu den Fragen wieder einschalten. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich schalte jetzt auch noch mal kurz um auf meine Folien. Und ja, herzlich willkommen zum Slot Ambidextrie for Me in Anlehnung an das Festivalmotto auch The New Normal. Und ich möchte in den nächsten 15 Minuten einen kurzen Einblick geben in eine neue Idee, die ich habe, in ein Konzept, das mich etwas umtreibt. Und zwar das Thema Ambidextrie an sich ist mir schon vor ein, zwei Jahren begegnet. Aber im Zuge auch einer Fortbildung zum Agile Leadership und im Kontext von Agilität in der Hochschullehre ist mir immer deutlicher geworden, welche Rolle eigentlich die Personen, also wir alle oder die Personen, die Akteure im Hochschulkontext, insbesondere unter den Bedingungen der Digitalität und Digitalisierung spielen. Und genau darum soll es heute gehen, mal diesen Bereich zu fokussieren. Und deswegen möchte ich anfangen, Sie kurz abzuholen und ja, auch ein bisschen im Sinne einer Prüfung der Idee, ob das für uns passt, einmal darstellen, was meint eigentlich Ambidextrie, was Ambidextrie for me und was können wir damit und davon lernen und anfangen. Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass ich das Thema heute in den Kontext der Kultur, der Digitalität stelle, weil es auch ganz stark eben um diese Aushandlungsprozesse, um Kommunikation über ein verändertes Miteinander unter den Bedingungen von Digitalität geht. Das heißt also, ich setze Digitalisierung tatsächlich an als Infrastrukturbereich und um den soll es hier gar nicht im Kern gehen. Den setze ich schlichtweg voraus. Die Frage ist vielmehr, was machen wir denn nun in dieser digitalen oder in dieser mediatisierten Hochschulwelt, die ja ganz viele Bereiche umfasst: Lehre, Forschung, Administration, aber auch Leitung und alle dazugehörigen unterstützenden Bereiche. Digitalität hier also verstanden als ein Bereich der kulturellen Perspektive, des Aushandels miteinander und des voneinander und gemeinsam oder kollaborativen Herangehens an das Thema. Wie kann Lehren und Lernen oder wie kann Hochschule der Zukunft aussehen und was kann auch die einzelne Person in ihrem Aktionsrahmen oder Bereich wahrnehmen und beitragen. Die letzten Monate, das ist heute auch den ganzen Tag schon gefallen, ist unsere schöne glatte Bildungswelt, ich nenne es jetzt mal so, durch einen riesen disruptiven Findling zerstört worden oder gestört worden. Ich denke schon, dass das als Disruption herzeigen kann, was wir mit dem unter den Bedingungen der Pandemie gerade erleben, weil es sehr deutlich eben den Fokus drauf legt und aufzeigt, wo wir schon mal ganz gut sind, aber vor allem auch, wo wir Nachholbedarf haben. Und meine Wahrnehmung von dem Gesamten ist, dass wir vor allem, ich nehme jetzt einmal das Beispiel Lehre her, obwohl es nicht nur um Lehre geht, sehr viel noch denken in Schwarz und Weiß. Ist es nun Präsenz, das Goldene vom Ei, oder ist es eben das rein Virtuelle? Man versucht sich gerade mit Hybridkonzepten zu behelfen, um nicht das Alte loslassen zu müssen und so weiter. Aber die Frage ist doch im Grunde, warum hängen wir so an einem Hybridbegriff? Warum geht es darum, das Bekannte, also bekannte Präsente, das bekannte Virtuelle eben so zwangsläufig zu verheiraten? Wie hängt das auch mit der ganzen Wahrnehmung der Situation zusammen? Heute Morgen gab es auch in einem Lightning Talk dort von Annabel Bild schon den Hinweis auf den Canavan Circle, der einfach sehr deutlich beschreibt, ja, wir haben eine hochkomplexe Situation. Es gibt eben nicht die einfache Lösung und wir können nicht die Erfahrung, die wir aus einer alltäglichen Präsenzlehre haben, eins zu eins digitalisieren, also einen Stecker dran stecken, um es salopp zu sagen. Es geht vielmehr darum, dass wir uns auf einmal in einer Dualität befinden, also Dualität zwischen sehr strukturell starken Erfahrungen, aber auch eben verlässlichen Strukturen und auf der anderen Seite auf einmal einen sehr, sehr hohen innovativen, dynamischen Bereich oder einen Bereich, der eben auch Dynamik und Innovation erfordert. Und hier möchte ich auch wieder öffnen. Wir sind nicht nur in der Lehre unterwegs, sondern es geht auch um Führungsmodelle, es geht um Kommunikationsformen, es geht um Interaktion zwischen allen Akteuren im Feld der Hochschule, Akteurinnen und Akteure, also Lehrende, Lernende, Verwaltung, Administration, aber eben auch Politik und Leitung, die alle in dieser, ja, neuen Dualität stehen, kann man fast sagen.
oder auch diese Dualität ist ein Teil von The New Normal. Ganz neu ist dieser Blick auf Organisation nicht. Schon John P. Cotter hat Anfang der 2010er Jahre darauf hingewiesen, dass Organisation heute, um dem Tempo und Dynamik der digitalen Transformation gewachsen sein zu müssen, im Grunde zweigleisig denken müssen. Also einerseits eine Bestandsorganisationsstruktur, also eine klassische Aufbaustruktur, muss in der Lage sein, mit einer Netzwerkstruktur agieren zu können. Oder übersetzt, auf der einen Seite braucht es Exploration, Mut, Neues zu entdecken, um die Organisation weiterzuentwickeln, um eben auch in unternehmerischer Sprache am Markt weiterhin attraktiv zu bleiben. Auf der anderen Seite auch das Kerngeschäft aufrechtzuerhalten, das auch dafür sorgt, dass natürlich die Ressourcen da sind, um auch wieder explorativ vorgehen zu können. Also geht es um einerseits Optimierung und andererseits Exploration. Und in diesem Zusammenhang eben auch, ich habe das schon erwähnt, geht es einerseits um Netzwerkorganisation und geht es andererseits eben auch um sehr klar strukturierte Abläufe oder um auch das am Anfang genannte Beispiel auch zu greifen, um einfache Prozesse, für die es bekannte Lösungen gibt, wie zum Beispiel im Bereich der Studiengangsorganisation einerseits, auf der anderen Seite aber auch eben neue Arbeitsgruppen und Kreise, die überlegen, wie sie mit den neueren Innovationen umgehen und wie man das gleichzeitig miteinander, man kann sagen, unter einen Hut bekommen kann. Und das Wichtige ist, und deswegen möchte ich am Anfang auch deutlich machen, dass wir uns in einem Kulturwandel befinden, in einem ja im Grunde kulturellen Austausch darüber, wie wir zukünftig unsere Hochschule gestalten wollen oder den Bereich der Hochschulbildung. Das sieht man ganz gut daran, dass es überhaupt nicht zielführend ist, zu sagen, das eine ist besser als das andere oder wir fokussieren primär das eine gegenüber dem anderen, sondern viel stärker zu schauen, wie bekommen wir diese eher ja, statischere, aber eben auch solide Welt mit einfachen Problemlösungen zusammen mit der komplexeren Welt, die versucht, in agilen, dynamischen Weisen diese komplexen Anforderungen gerecht zu werden. Man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen, wie jetzt hier auf diesem Bild. Wir haben eben den soliden Rahmen und dazwischen das fluide Wasser, also das dynamische Wasser. Und je mehr so etwas zusammenspielt und wie in diesem Fall eben natürlich organisch zusammenspielt, umso besser sind sie auch gemeinsam wirksam. Also ganz wichtig ist es eben auch, das nicht auseinander zu denken, sondern die gemeinsame Kraft zu denken. Und dieses gemeinsame Denken, das ist im Grunde das Konzept der Ambidextrie, das das Konzept der Ambidextrie, das ich Ihnen auch gerne vorstellen möchte und das auch viel dafür steht, im Grunde eine Brücke zwischen diesen beiden Welten zu denken, nämlich genau diesen Zusammenhang zwischen einer Aufbauorganisation, einer Netzwerkorganisation nicht als Widerspruch und als Kampf darzustellen, sondern hier für Verständnis und für Synergien und auch Synchronisation zu werben. Und dafür braucht es eben auf allen Ebenen auch Personen, die in der Lage sind, in dieser Dualität selbstverständlicher zu denken, also sie zum einen zu kennen, aber andererseits sie zu denken und auch in ihnen zu handeln. Denn es ist eine sehr komplexe Herausforderung, dass dieses gemeinsame Handeln in zwei Welten, kann man fast sagen, einen natürlich auch täglich herausfordert. Und diese Herausforderung, die sehe ich eben ganz besonders auf der persönlichen Ebene. Denn je mehr ich mich selbst zwischen diesen Welten bewegen muss, desto mehr muss ich mir ja auch selbst klar werden, dass ich zwei dieser Teile in mir habe. Einerseits eben ein Verlangen natürlich auch nach festen Strukturen, nach gesicherten Ankerpunkten und auf der anderen Seite eben auch immer wieder die Aufgabe, je nachdem, wo ich in der Hochschule angesiedelt bin, in der Lehre, in der Forschung, aber auch in der Verwaltung, Administration, kreative Lösungen für neue Problemstellungen zu finden, für komplexe Herausforderungen. Und diese komplexen Herausforderungen, je mehr man die organisieren will, und das kennen wir ganz gut aus der agilen Arbeitsweise oder von agilen Werten in der Teamzusammenarbeit, die wird, je stärker es selbst organisiert, desto mehr
übernimmt man eben auch eine gemeinsame Verantwortung für das Handeln, desto stärker agiert man auch auf Augenhöhe, nämlich an der Sache und nicht aufgrund von Status, von Macht oder Befehlsketten. Und aus diesem Grund ist dieses Ambidextrie-Thema, was mir schon auf der organisationalen Ebene vor ein, zwei Jahren begegnet ist, denke ich, noch viel stärker eben auf die Personen, die beteiligt sind, zu beziehen. Da habe ich zum Beispiel daran gedacht, das war so mein erster Zugang, ja, was macht es eigentlich mit der Professionalität? Natürlich naheliegend auf der Ebene von Lehrenden, gerade jetzt unter den Bedingungen der Digitalität. Wie kann ich diese beiden Welten souverän aushalten? Aber eben auch Personen, die in der Verwaltung zuständig sind. Wie können sie mit kreativen Lösungen zwischen, ich sag mal, Modulhandbuch und Realität umgehen? Und wie kann man das Ganze viabel bekommen? Wie kann man es passend und gangbar bekommen zu dem, wie im Moment unser Kontext ist und wie es sich ganz offensichtlich in Zukunft entwickeln wird? Und diese Ambidextrie, die sehe ich hier, hatte ich schon gesagt, ganz besonders auf der Ebene der Personen. Und aus diesem Grund, und das war mal so mein Schlagwort, was ich mir als erstes auch einfiel, irgendwie ist es eine Ambidextrie for me. Also eine Organisation oder die kulturelle Veränderung in der Organisation passiert ja eben aufgrund von Aushandlungs- und Kommunikationsprozessen aller Akteurinnen und Akteure. Und insofern sind sie nicht die Hauptverantwortlichen, das will ich damit nicht sagen, aber die Dialoge und die Aushandlungsprozesse passieren natürlich viel klarer und viel umfassender, wenn die beteiligten Personen in ihren jeweiligen Bereichen sich ja auch als, ja, man kann sagen, als Brückenbauerin eben verstehen zwischen diesen Welten und sie nicht miteinander in Konkurrenz denken. Und gerade diese Kunst des Brückenbauens und der Verständigung zwischen zwei notwendigen Herangehensweisen, das ist diese Verbindung zwischen Ambidextrie auf organisationaler Ebene und personaler Ebene oder eben etwas schlagwortartig als Ambidextrie for me ausgedacht. Und ich denke, in dieser Ambidextrie for me, wenn man die weiterverfolgt und weiter durchdenkt und eben auch auf der Praxisebene transferierbar macht, da kann ein sehr guter Lösungszugang liegen, um jetzt mit dieser komplexen Realität eben auf Augenhöhe zurechtzukommen und über Hochschulgrenzen auch hinweg, aber auch innerhalb der Hochschule, über dezentrale und zentrale Zuständigkeiten. Also auch im Grunde diese Zuständigkeitsgedankenwelt, das Denken in Silos, das wird hiermit in Frage gestellt, um eben der Dynamik auch der Disruption im Zuge der digitalen Transformation Rechnung tragen zu können. Und wenn wir ehrlich sind, ich denke, es steckt ja auch in all uns drin, in irgendeiner Form. Also gerade im Bereich der Lehre ist mir das jetzt schon Jahre begegnet, dass ich immer zwischen Selbst- und Fremdbestimmung überlegen muss. Und letztlich ist es auch so ein Themenfeld, das genau in diese, ja, in diese Antinomien, wie wir sie in der Pädagogik auch nennen, hinein grätscht. Nämlich man muss diesen Widerspruch, der nicht auflösbar ist, aushalten lernen. Und das ist anspruchsvoll. Und ich denke, dafür braucht es auch Zeit und Raum, um sich in diese Richtung auch als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und das sollte eben auch im Hochschulbereich unbedingt weiter betrachtet werden, weil so können wir an der Sache die Organisation und die Person unterstützen in ihrer Entwicklung, anstelle uns in einem Entweder-Oder zu verkeilen, kann man fast sagen, sondern das sowohl als auch eben auch modellbasiert voranzugehen. Und ich denke eben, dieses Ambidextrie-Verständnis, wie es im Bereich des Change-Managements und des Managements schon länger thematisiert wird, das lässt sich in sehr guter Weise für den Bereich des, ich nenne es jetzt mal Higher Education, übertragen und würde auch dafür plädieren, dass wir uns das weiterhin genauer anschauen und hier eben auch vor allem feststellen, wo sind wir handlungswirksam, aber auch, dass wir eben handlungswirksam sind unter diesen komplexen Bedingungen. Und was mir hier nochmal besonders wichtig ist, zu betonen, es geht eben darum, dass nicht nur eine Person oder die Leitung genau diese Haltung haben muss, sondern es funktioniert im Grunde nur, wenn in den Netzwerkknoten die jeweiligen Personen auch in den Teams genau diese Haltung mittragen. Und zwar, damit es eben eine Kooperation als Gesamtes gibt für eine gemeinsame Zielstellung. Das ist etwas, was ich auch eben im Sinne des Festival-Slogans als The New Normal bezeichnen
würde. Und ich finde da eben auch die Erfahrungswerte aus gelungenen Veränderungsprozessen sehr lesenswert zu. Und wenn man ein bisschen stärker hier eintaucht in die Transformationsprozessgestaltung oder Transformationsreisen, dann kommen eigentlich viele immer zu dem Schluss, es ist das sowohl als auch. Nur das sowohl als auch das Bewusste auf diese Karte setzen kann uns helfen, sozusagen einen Brückenkopf zu bauen in die New Higher Education. Und es ist eben auch ein Anfangspunkt, wenn man diese Zweigleisigkeit kultiviert, dass man gemeinsam auch vielleicht in eine Richtung einer New Organization of Higher Education denkt, die eben auch der Nachzeit unserer jetzigen Erfahrung viel gerechter werden kann. In diesem Sinne herzlichen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen, Ideen und Anmerkungen zum Thema. Ja, vielen Dank für den Input. Wir haben bereits sogar schon eine Frage im Chat. Ich lese sie einfach mal vor, von Anders Lehr. Wenn ich das Thema Ambidextrie höre, muss ich an die Evolutionsbiologin Lynn Margulis Buch Symbiotic Planet denken, die über eine Symbiogenese von Lebensformen geforscht hat und an der Gaia-Hypothese der Biosphären in ihrem kollaborativen Zusammenleben und Abhängigkeiten aufzeigte. Müssen wir Lernumwelten mehr systemisch erarbeiten? Definitiv. Also ich würde ich voll zustimmen. Das meinte ich auch mit dem organischen Beieinandersein der beiden Systeme. Es geht um eine systemische Betrachtung des Ganzen ganz vorneweg. Und ich finde es auch sehr spannend, die Idee von Frederic Laloux, der sich ja auch mit der Organisationsentwicklung beschäftigt und hier gerade als ein sehr modernes, vielleicht auch zukünftiges Modell, die Thiel-Organisation, die eben genau diesem organischen Ansatz folgt, ja, als Möglichkeit in Aussicht stellt. Und ich gebe zu, als ich das gelesen habe, musste ich sofort an Hochschulen denken, die eigentlich so organisiert sind, aber es einfach nicht so machen, wie sie könnten. Ja. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Vielleicht, ich habe auch noch mal eine kleine Umfrage vorbereitet für die Überlegung, während Sie sich noch Fragen überlegen, nämlich nachdem ich das vorgestellt habe. Wie schätzen Sie das für sich ein? Erleben Sie Ambidextrie täglich bei sich, wenn Sie jetzt so eine Idee bekommen haben, was darunter zu verstehen ist? Ist jetzt nur sehr rudimentär und ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich öffne jetzt mal die Umfrage und hoffe, dass das funktioniert. Und da können wir dann auf der Basis auch gerne weitersprechen. In der Zwischenzeit kann ich auch schon mal eine Frage aus dem Chat sonst fragen. Davor will ich nur kurz fragen, wir haben es ja vorher nicht ausprobieren können, ob jetzt alle auch die Ergebnisse sehen können. Nein, das können Sie erst jetzt. So, bitteschön. Ja. Ja, das Ergebnis zeigt ja schon, dass das Thema einfach auch zum Alltag der Hochschule gehört, wenn über 40%, also 9 Teilnehmer in diesem Fall, das haben sich jetzt noch nicht alle beteiligt, sagen ja, habe ich erlebt, 7 manchmal und der Rest sagt ja, mal gucken oder nein. Also, aber ich nehme das mal als große Zustimmung des Miterlebens dazu. Ja, wollen Sie weitere Fragen? Genau. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Hindernisse auf dem Weg zur New Organization of Higher Education? Um es jetzt direkt an diesen Vortrag anzubinden, die Herausforderung, Personen genau in dieser Ambidextrie von mir zu, ich nenne es mal, entkulturieren.
Also sozialisieren vielleicht nicht, vielleicht auch sozialisieren, wenn sie in Teams kommen, die das schon praktizieren. Aber mir ist klar, dass diese Denkweise, das ist eine sehr große Herausforderung. Das haben wir auch heute Morgen in den Keynotes schon gehört, dass Wandel einfach nicht von jedem und jeder mit offenen Armen betrachtet wird, empfangen wird. Wir sind aber einfach nur im permanenten Wandel und ich denke, das geht so wenig weg wie das Internet. Und insofern ist das weiterhin die Herausforderung, eben auch die Kolleginnen und Kollegen, ja, Stück für Stück mit zu sozialisieren. Und ich denke, auf lange Sicht wird sich eben auch zeigen, wer eher in einfachen Kontexten gut handeln kann und wer in komplexen Kontexten. Worauf es mir eben ankommt, ist, dass dazwischen kein Graben entsteht, sondern man gegenseitig erkennt, worin der jeweilige Wert liegt, um die gemeinsame Organisation zu unterstützen und den Fortschritt zu sichern. Was ich jetzt im Moment eben erlebe, ist, dass man ja eher gegeneinander in der Praxis, im Alltag, eher abwehrend reagiert, weil die einen sind zu weit vorne und die anderen machen nur das Übliche oder kommen mit den Prozessen nicht nah. Und ich denke, das lähmt alle insgesamt. Und dass das erkannt wird und dafür Sensibilisierung erfolgt, das ist die große Herausforderung und auch die Aufgabe, um die Frage nochmal auf den Punkt zu antworten. Also Doing Ambidextrie und dann eine Ambidextrie-Form anzunehmen, das wird die große Aufgabe. Und es gibt auch noch ein Statement von Andrea Klein im Chat. Ich erlebe Ambidextrie nur bei sehr wenigen Menschen. Ich denke, diese sollten vorausgehen und den Rahmen setzen für jene, die noch nicht so denken und handeln können. Da kann ich nur voll zustimmen. Das möchte ich auch heute hiermit gerne tun, tatsächlich auch ermutigen, dass diejenigen, die sich schon in diesen beiden Welten bewegen, sich noch stärker als Brückenbauer und Brückenbauerin sehen und da auch eben, ja, denen auch bewusst ist, dass es dafür noch eine große Sensibilisierung braucht oder einfach auch eine Bewusstmachung dieses Zustands. Ich denke auch, das kann man nicht einfach verlangen, sondern das sollte Teil von zum Beispiel Personalentwicklungsmaßnahmen sein. Aber eben auch, es geht ja nicht nur um die Seite in der Hochschule, die die Angebote macht, auch auf Seiten der Studierenden. Und da greife ich die Frage von Herrn Dillmann kurz auf, die ich im Chat sehe, wie man Menschen in der Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung fördern kann. Ich würde auch sagen, den Studierenden und den Lernenden. Also wir kommen dann tatsächlich in die Schnittfeld von 21st Century Skills oder 4K Skills oder wie jetzt auch Future Skills ist ja auch das andere Schlagwort. Also es geht darum, diese Skills zu verbinden mit den sogenannten Selbstkompetenzen, also eben auch dieses For Me, würde ich jetzt sagen, viel stärker im Studium noch zu fordern, eben genauso wie auf Seiten der Personen, die in der Hochschulorganisation das Lehr- und Forschungsangebot kuratieren und dafür verantwortlich sind. Das funktioniert eben nur, wenn alle Akteure miteinander kommunikativ und handlungskreativ miteinander arbeiten können. Und das muss den Rahmen muss man eben auch anbieten, um sich dem erst bewusst zu werden, um sich zu erproben und eben auch das dann weiterzutragen. Und deswegen sehe ich da auch ein großes Zusammenspiel zwischen tatsächlich Lehre als der Bereich, in dem Lernende starken Kontakt zu Lehrenden haben, also Stichwort partizipatives Lehren und Lernen oder eben auch überhaupt eine Ermöglichung von hoch selbstorganisierten Lernformen, aber auch bis hin zu ja, anderen Weisen der Gremienarbeit oder eben auch der Personalentwicklung für alle in der Hochschule. Ja, und Andrea Klein hat auch noch gesagt, das ist ein starker Eingriff in die Persönlichkeit. Das geht nur mit dem Mandat des Betreffenden selbst, würde ich denken. Ja, das ist ein guter Hinweis und deswegen spreche ich auch von Sensibilisierung und nicht von Vorgabe. Denn sowas kann man auch nicht vorgeben. Also das ist ja wie, jetzt reflektier dich mal oder jetzt partizipier doch bitte mal, jetzt sei mal autonom. Also in diesen Bereich geht auch diese Forderung hinein. Und in diesem Fall kann man nur den Rahmen schaffen, die Angebote schaffen, ein viel mehr Rahmen und vielleicht auch Reibungspunkte schaffen, mit denen man sich als Akteurin, Akteur auseinandersetzen kann, muss mit der neuen Umgebung. Und deswegen sprach ich auch von einer gewissen Enkulturation, nämlich, dass man mit dem wächst, was vielleicht andere, die es leichter adaptieren können,
schon umsetzen. Also das denke ich auch, das kann man nicht verordnen. Und deswegen braucht es solche Maßnahmen, rahmenden Maßnahmen, die integrierend wirksam sind und auch übergreifend mitgedacht werden. Also um es ganz klar zu sagen, ich mache jetzt keinen Kurs da drin und dann kann ich das. Das kann es nicht sein. Deswegen spreche ich auch von einer Art neuen Organisationskultur, die es braucht und die dann eben auch dieses Aushandeln, Stichwort Digitalität, diese Idee des kulturellen Aushandelns, die kann man hier wunderbar verknüpfen, denn Digitalität ermutigt uns ja gerade oder sorgt dafür, dass wir über die neue Hochschule auch nachdenken müssen. Oder ich nenne es lieber breiter Higher Education, um auch alle Formen der tertiären Bildung mit abzubilden. So, jetzt kommen noch weitere Fragen. Einmal von Doris Wessels. Ist der rechtliche und politische Rahmen für viele Lehrende nicht häufig lähmend oder zumindest limitierend? Also wir haben ja heute Morgen in der Keynote von Herrn Alt gehört, dass zumindest der wohlwollende Rahmen da ist, dass Fortbildung eingefordert werden und man sie auch regelhaft da durchaus durchführen sollte oder Entwicklungsmaßnahmen. Und ich denke, dass es eben gar nicht unbedingt auf den politischen Rahmen ankommt, sondern auch auf den Angebotsrahmen, beziehungsweise in diesem Moment jetzt, und deswegen komme ich doch aufs Formi, dass man eben viel aktiver bottom-up und top-down zusammendenkt. Wenn wir nur auf den politischen Rahmen oder den Masterplan warten, dann stehen wir auch noch in 5 Jahren da und überlegen, was jetzt genau Hybrid heißt, also auf allen Ebenen. Und deswegen sehe ich zwar den Punkt, dass man unter bestimmten Bedingungen sich eingeschränkt fühlt, auf der anderen Seite ist auch nicht jede Vorgabe so eng gefasst, dass ich überhaupt handlungsunfähig bin. Und ich denke, gerade dieses Ambidextrie-Modell, das erlaubt es auch unter diesen noch, wie soll man sagen, suchenden Rahmenbedingungen, die wir ja gerade haben, auch auf großen politischen Eckpunktepapieren, merkt man ja, dass alle irgendwie gerade noch am Suchen sind. Aber dass wir unter diesen Bedingungen eben handeln können, wenn wir diese Zweigleisigkeit souveräner denken und tun. Inga Brandes fragt, wo sehen Sie die Grenzen des Konzepts Ambidextrie in der Hochschule? Die Grenzen sehe ich dort, auch aus der Erfahrung, jetzt am Beispiel, das werden Sie ja auch kennen, Akzeptanz von zum Beispiel Digitalisierungssoftwareanwendungen und so weiter. Die Grenze sehe ich darin, dass die eine Seite einfach mehr ist als die andere. Also so sind Organisationen, gerade wie Hochschulen, die sehr stark in der Aufbauorganisation oder Pyramidenade organisiert sind, auch es sind Ausnahmen, aber da sind einfach mehr, die sozusagen eher auf der routinierten, einfachen, auf den einfachen Problemstellungen und Lösungen ausgerichtet sind, als die schon in der Lage sind, komplexe Problemlösungen routiniert zu denken. Also das ist auch einfach in der Geschichte der Organisation verankert. Schauen Sie selbst, wie viel Makerspaces haben wir, wie viel Labs hat je eine Hochschule. Es ist dann meistens doch das kleine gallische Dorf oder vielleicht haben wir auch 5 davon. Aber das ist die größte Herausforderung, dass es erstmal mit den Füßen eine Ungleichverteilung ist, obwohl es eine Gleichzeitigkeit beider Welten bräuchte. So, ich will fast sagen, mit die letzte Frage von Anders Lehr. Es gibt auch die Überlegung in der Organisationsentwicklung, das Modell einer Ambidextrie in Form von Exploitation und Exploration meist im Innovationsmanagement und Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen zu betrachten ist. Da kommt die Frage, welche wirtschaftlichen Effekte wird die Corona-Pandemie auf die Hochschulen haben aus Ihrer Sicht? Ja, vielen Dank nochmal für die Frage an Herrn Lehr. Ja, ich hatte ja vorhin schon auf Kottert zurückgewiesen. Auch gibt es mittlerweile weitere Arbeiten, die genau dort ansetzen, an dieser organisatorischen Ambidextrie, organisationalen Ambidextrie, die sich auf Exploitation und Exploration beziehen. Und ich denke, das ist der nächste Schritt. Die Hochschulen wie heute werden die nächsten Jahre ein neues Geschäftsmodell brauchen. Und das ist in der Tat, denke ich, ein Weg dahin. Vielleicht noch als kleine, wirklich sehr nette Einführung in diese Denkweise. Sie kennen vielleicht Kotter als Autor, außer aus den
Harvard Review, Business Harvard Review aufsetzt, auch von dem Buch der Pinguine. Aber es gab auch im letzten Jahr auch auf Deutsch noch die Erdmännchen, die zusammen in einer Geschichte versuchen, ihre Welt zu retten und überraschenderweise auch zu dem Ergebnis kommen, dass die Dualität von zwei Systemen sie nur existieren lässt. Lässt sich sehr schön mal an einem Sonntagnachmittag lesen und illustriert, glaube ich, auch sehr gut, wo wir mit den Hochschulen landen könnten. Man muss eigentlich nur die eine Vokabel durch Hochschulen austauschen, während man das Ganze liest.